Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hello, 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 happy Monday. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende. Heute ist Montag. Heute ist es endlich wieder Zeit für eine neue Limited Edition. Wir hatten schon recht lange keine LEs mehr hier, aber jetzt ist wieder die richtige Jahreszeit für Limited Editions. Muttertag steht an. Der Frühling ist da. Fast überall, außer hier in Berlin wahrscheinlich wieder. Der Sommer steht an, die Hochzeitssaison steht an. Also es sind viele, viele Events, wo man natürlich spannende Make-up-Produkte gebrauchen kann für. Und ich habe heute die neue Catrice und Caviar Gouache Limited Edition. Ich meine, sie heißt Cloud9 oder Ready on Cloud9, irgendwie so. Wir werden das Ganze aber heute testen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Produkte alle gemeinsam funktionieren. Ihr wisst, ich arbeite mit Catrice zusammen, aber dieses Video entsteht nicht in Zusammenarbeit mit Catrice. Ihr habt wahrscheinlich schon auf dem Catrice-Kanal ein Content-Piece gesehen von mir. Da habe ich die Produkte, die Face-Palette und die Lidschattenpalette benutzt und ich liebe die. Spoiler-Alarm. Die anderen Produkte aus der LE, die kenne ich noch nicht. Und ich dachte mir, okay, ich nehme mir nochmal die Zeit, mit euch gemeinsam die komplette LE in mein Gesicht zu bringen. Ihr werdet euch auch sicherlich fragen, Maxim, seit wann startest du deine Videos mit Foundation? Guess what? Ich bin bis zur Foundation gekommen, bis ich gesehen habe, dass mein Ton genau 2 Minuten lang aufgenommen hat. Nicht so schlimm. Deswegen würde ich vorschlagen, starten wir auch gleich und testen die neue Caviar Gouache Catrice Limited Edition. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende. Bei mir ist im Moment viel los. Ich bin heute beim Notar gewesen. Ich bin morgen auf einem Event und fliege am Mittwoch für 3 Tage nach Frankfurt und wir shooten ein krasses, krasses Projekt. Wir lassen es aber nicht hetzen. Muttertag steht vor der Tür. Ich habe ein tolles Geschenk für euch. Let's go. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich dieses Jahr ein Brand Ambassador von La Raisée. Ich habe meine eigenen Sets mit La Raisée ja auch schon zusammen kreiert und viele von euch lieben die Marke genauso wie ich. Bei La Raisée findet ihr, falls ihr die Marke nicht kennt, viele, viele Duftzwillinge zu euren liebsten Düften, die viele, viele hunderte Euros teilweise kosten, für deutlich weniger Geld. Sie riechen genauso, sie halten genauso, sie sind perfekt. Es gibt aber mittlerweile auch Eigenkreationen von La Raisée und ich habe hier heute die 190 für euch als perfektes Muttertagsgeschenk. Ich liebe es, meiner Mutter oder meiner Familie generell Düfte zu schenken, weil ich finde, Düfte geben immer sowas, ja, was Persönliches. Und ich verbinde ganz, ganz viel mit Düften, vor allen Dingen mit meiner Mutter. Meine Mutter hat seit Jahren denselben Duft. Und sobald ich irgendwo bin auf dem Jahrmarkt und es riecht nach gebrannten Mandeln und Vanille, denke ich immer an meine Mama. Und das ist etwas Schönes. Und ich finde, es ist schön, auch Düfte zu verschenken. Ich freue mich, wenn ich Düfte geschenkt bekomme. Und ich möchte euch heute die 190 vorstellen. Das ist ein frischer, zitrischer Duft. So ein bisschen Mandarine, ein bisschen Bergamotte. Sehr, sehr edel. Er wirkt sehr erwachsen, aber nicht so altbacken. Und ich finde, das ist genau der perfekte Duft für die jetzige Jahreszeit, für was Frisches, vielleicht mal was anderes. Eine Eigenkreation von La Raisée. Da haben viele, viele Leute dran gearbeitet, um ein schönes Dufterlebnis zu erzeugen. Also wirklich eine große Empfehlung von meiner Seite für die 190. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Duftzwillinge. Da könnt ihr natürlich, ihr wisst da am besten Bescheid, was eure Muttis wahrscheinlich schon so gerne benutzen. Und dann könnt ihr da mit Sicherheit den perfekten Duftzwilling finden. Aktuell ist aber auch ein ganz spannendes Thema Pheromone. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Aber Pheromone und Duft und der Mann im Haus und ihr kann schon ganz spannend werden. Und auch dafür hat La Raisée natürlich super spannende Produkte. Wir haben die 119, wir haben die 104. Und das ist der Duft, den ich auch heute tatsächlich trage. Boah, da könnte ich mich reinlegen. Wow! Das ist ein sehr femininer Duft, aber trotzdem so, dass ich sage, oh lala, ich weiß nicht, ob sie Pheromone sind, ne? Aber Freunde, da kriegst du mich mit. Also falls ihr einen Duftzwilling zu eurem liebsten Duft sucht, ein Geschenk für eure Mama vielleicht oder für euren Papa oder generell einfach mal so ein bisschen durchstöbern wollt, ihr könnt mit meinem Code das ganze Jahr über 20% sparen und es gibt sogar extra in Zusammenarbeit mit mir so einen kleinen goldenen Refill, wo ihr euren liebsten Duft für unterwegs mit abfüllen könnt. Als kleines Geschenk für euch mit dazu. Kundenservice ist bombastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es oft selber benutzt. Ich bestelle mir natürlich auch regelmäßig neue Düfte. Und
Wenn ich nicht so genau weiß, ist das die richtige Nummer? Ich schreibe in den WhatsApp-Service oder in den Online-Duftberater-Chat rein. Ein paar Minuten später habe ich den richtigen Duft, kann auschecken. Und ein paar Tage später ist der Duft da. Und das ist ein wirklich super, super guter Kundenservice. Ich verlinke euch alle Informationen einmal unten in der Infobox. Schaut bitte unbedingt alle bei Larisé vorbei. 20% plus ein Geschenk und dafür dann noch gut riechen. We love that. Ich habe, wie gesagt, die Base schon ein bisschen drauf. Liegt daran, dass ich gerade einfach schon angefangen habe zu drehen. Was habe ich gemacht? Ich habe den Catrice Hyper Hydro Skin Tint benutzt. Habe den so ein bisschen, ich muss sagen, ich liebe das, mit dem Manhattan Clean and Free Skin Tint gemischt. Sieht gar nicht so schlecht aus. Und bin drunter mit dem Setting Spray aus der LE gegangen. Das ist das Limited Edition Caviar Gorge Glowy Fixing Spray. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Da sind ja wie so Perlenpartikel mit drin. Und das Ganze passt perfekt zur LE. Das ist nämlich so ein bisschen perlmuttig. Und das sieht auf dem Tisch alleine schon bei mir hier sehr, sehr schön aus. Ich habe es eben als Primer benutzt. Ich gehe jetzt nochmal rüber. Ich möchte heute ein sehr glowy, frisches Wedding, Muttertag, Taufe, Bar Mitzwa, you name it, Look haben. Und dafür brauchen wir Glow. Ich lasse das Ganze kurz so ein bisschen einziehen, mache ein bisschen Concealer rauf und dann kommen wir zu der Face-Palette. Denn als ich die gesehen habe das erste Mal, und das ist jetzt schon wirklich einige Wochen her, dachte ich mir, Charlotte Tilbury, Wir haben hier nämlich die Face-Palette und ihr habt vier verschiedene Produkte mit drin. Ein Highlighter, zwei verschiedene Blushes, die farblich perfekt auf die LE abgestimmt sind. Ne? Also wir haben hier einmal den Nagellack und wir haben noch einen Glowy Lip Balm. Den benutzen wir gleich, habe ich noch nie getestet. Die Palette, Spoiler-Alarm, ist iconic. Ich habe sie, wie gesagt, schon benutzt. Aber ich wollte es mir einfach nicht nehmen, weil ich weiß, einige sehen die Videos vielleicht auf dem Catrice-Kanal nicht immer. Und ich wollte sie euch einfach einzeigen, weil das wirklich ja schon fast, ich will nicht sagen eine Dupe LE ist, ne? Aber sie sind schon sehr Charlotte Tilbury inspiriert. Was ja nicht Schlechtes ist, kostet nämlich einfach nur einen Bruchteil. Concealer ist einmal drauf. Ich sette das Ganze mit dem Holy Grails Puder. Nächste Woche habe ich tolle Neuigkeiten für euch dazu. Ganz leicht unter den Augen. So ein bisschen Bacon. Und dann gehe ich einfach hier grob übers Gesicht. Ich möchte mir nicht zu viel Glow mitnehmen. Ich finde es aber wichtig. Ich habe neulich einen Kommentar gelesen. Hey Maxim, was kann ich tun? Mein Make-up hält den ganzen Tag nicht. Und da dachte ich mir, oder habe dann gefragt, hey, was für ein Puder benutzen Sie? So, nee, gar keins. Settest du dein Make-up mit einem Spray? Nee, auch nicht. Puder, man kann es verteufeln, viele verteufeln es. Ich liebe Puder. Ist was Besonderes von der Textur her, von der Physik her, von der Chemie her. Was einfach dafür sorgt, dass das Make-up einfach viel, viel länger hält. Ihr müsst natürlich nicht baken, so wie ich es jetzt tue, sondern ihr könnt auch wirklich in zarten Schichten arbeiten, um so ein, ja nur die Fixierung zu erzeugen. Dann mit einem Fixing-Spray rübergehen oder einem Setting-Spray und dann hält das Make-up wesentlich länger. Ich habe jetzt wirklich auch nur eine dünne Schicht im restlichen Gesicht benutzt und möchte jetzt zu dieser Face-Palette kommen. Denn wir haben hier einen Bronzer drin. Und dafür nehme ich jetzt einfach so einen fluffigen Pinsel, gehe in den Bronzer rein. Der ist schön kühl und den stempel ich mir einfach nur hier rauf. Dadurch, dass meine Base jetzt nicht so krass gesettet ist, ihr seht ihn sofort, ne, stempel ich das Produkt auf. Normalerweise gehe ich immer mit so einem großen Pinsel recht ruppig über mein Gesicht. Aber wenn ihr eure Base nicht so wirklich settet, dann empfehle ich euch, stempelt euch das Produkt auf und ihr seht so diesen Unterschied. Das Ganze ist ein matter Bronzer, also das ist jetzt kein Glowy Bronzer. In der Kombination mit dem Spray wirkt das Ganze jetzt aber super, super frisch. Ich will nicht sagen, dass es glowy ist, weil viele mögen das nicht. Oben gehe ich mit einem größeren Pinsel rein und stempel auch hier einfach nur so ein bisschen rüber und gebe meiner Haut dann diesen leichten Touch an Bräune, kann meine Foundation so ein bisschen anpassen. Ich habe natürlich im Moment ganz besonders viel Selbstbräune am Gesicht. Aber ihr seht, glaube ich, sofort, dass das Ganze auf der Haut sehr zart ist. Ich finde das auch gar nicht schlecht. Ich muss sagen, wenn eine LE, und LEs ist ja immer eine Möglichkeit für die Brands und auch für die Co-Creator, also in dem Fall Caviar Gauche, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Und das Ziel mit den Produkten ist für mich beispielsweise subtiles, zartes Make-up. Also es soll jetzt gar nicht so krass pigmentiert sein, sondern es soll sich perfekt eignen für diesen No-Make-up-Make-up-Look, für diesen Hochzeits-Make-up-Look. Zarte Farben, die harmonisch miteinander sind. Und das, finde ich, haben sie mit den Produkten sehr gut hinbekommen.
Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen mehr, trage mir das Ganze auf und muss sagen, es sieht wirklich, wirklich schön aus. Also der Bronzer an sich ist super. Ich habe den auch schon so in der Lidfalte getragen. Gibt dann diesen, das ist ja das, was ich so liebe, ne? Einen perfekten Braunton in die Lidfalte, Highlighter ein bisschen rauf, fertig. Wir haben aber noch ein bisschen was anderes. Und zwar zwei verschiedene Blushes. Einmal so einen etwas helleren und dann einen, und die Farbe fand ich ganz spannend, weil sie sieht recht kühl und dunkel aus. Und ich gehe jetzt erstmal in diesen schimmernden Blush. Der schimmert ganz, ganz leicht und stempel mir den direkt so ein bisschen auf den Bronzer. Und dann haben wir nicht dieses First Pückler, braun, rot und dann hell unter den Augen haben, sondern wirklich so einen Übergang. Und selbst die Farbe wirkt auf meiner Haut nicht so kühl. Um dann diesen Pop of Color mit reinzukriegen. Und das ist das, was ich halt an dieser Blush-Palette so super schön finde. Es sieht sehr erwachsen im Gesicht aus. Ihr könnt mit dem Blush auch hier so ein bisschen über euer Gesicht gehen. Und dann wirkt die Haut natürlich gleich ganz anders. Und um dann diesen Pop of Color hinzukriegen, gehe ich hier in die obere Blush-Farbe rein. Und die kommt hier vorne hin. Und dann habt ihr diesen süßen Verlauf zwischen einem poppigen Blush, den man auch gerne mal so ein bisschen weiter unter die Augen nehmen kann, und dieser leichten Bewegung in den Bronzer hinein, die hier die Wangen so ein bisschen umschließt. Und wenn wir jetzt noch den Highlighter benutzen, Freunde, I love it. Ich muss sagen, ich liebe die Farbe tatsächlich. Das ist ein Mundi auf den Augen. Habe ich noch nicht probiert. Gib mir das mal hier kurz auf die Augen rauf. Ist schon schön. Ist schon schön. Lassen wir jetzt mal kurz so einen Highlighter. Und der ist in so einem, ja, es fällt mir ein bisschen schwer, die Farbe zu beschreiben. Das ist ähnlich wie der Highlighter, den es schon mal gab, den Glow Patrol. Der gab, war auch mal in einer Caviar Gauche LE mit drin, so ein ähnlicher. Aber so ein bisschen weicher. Das sind keine groben Glitzerpartikel, sondern das ist wirklich wie so ein Foiled Metallic Look. Ihr seht das in der Reflexion, ne? Das spiegelt alles, und wenn ihr das so ein bisschen auf den Blush gebt und in den Bronzer reingebt, habt ihr halt diesen Wet Skin Look, den ich ja persönlich total liebe und der auf Hochzeiten oder auf so Veranstaltungen immer ganz schön ist. Ihr müsst das ja nicht übers komplette Gesicht geben, dann ist oft die Angst von den Menschen, die Make-up tragen, ich sehe so ein bisschen speckig aus. Nee, wenn ihr das punktuell nur hier auf eure Wangen gebt beispielsweise, habt ihr diesen Glow-Look, ohne zu glowy zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Und das funktioniert mit dem Highlighter sehr, sehr gut. Er ist nicht zu dunkel. Ihr seht das, wenn ich mich zur Seite drehe, habe ich nicht so einen dunklen Balken. Er passt sich tatsächlich auch so ein bisschen dem Hautton an. Sehr, sehr schön. Ich muss sagen, ich liebe die Farbe auf den Augen gerade. Wir probieren jetzt aber die Lidschattenpalette nochmal. Und in der Palette haben wir vier verschiedene Farben. Wir haben zwei matte und zwei schimmernde Farbe. Kritik, die ich so ein bisschen habe, ist, bei so kleinen Paletten mag ich es persönlich nicht so gerne, diese hellen Farben drin zu haben. Ist aber für so ein zartes Braut-Make-up wahrscheinlich gar nicht so schlecht, um die Lidfalte so ein bisschen zu setten. Das können wir heute auch mal machen. Ich habe nämlich so ein bisschen Creasing. Gehe da jetzt erstmal ganz leicht rein und fixiere mir das Lid und kann damit gleich hier oben unter der Braue so ein bisschen aufhellen. Was man damit bestimmt auch machen kann. Wait a second. Wenn es farblich für euch funktioniert, unter den Augen wie so ein Brightening-Puder. Okay. Ist doch gar nicht so schlecht, die Farbe. Wir werden jetzt aber wirklich einen sehr, sehr simplen Look schminken und gehen dafür in diesen, ja, ich kann die Farbe schlecht beschreiben. Das ist so ein bisschen Altrosé. Sehr, eine sehr romantische Farbe. Und die gebe ich mir komplett in meine Lidfalte. Und dann hier runter. Wir haben nur diese eine matte Farbe, was aber für so einen romantischen Look gar nicht schlimm ist. Ihr seht, sie ist extrem gut pigmentiert, obwohl ich mein Lid gesettet habe. Hier haben wir jetzt natürlich noch ein bisschen das Orange. Wir machen das Ganze nochmal hier auf der anderen Seite. Und dann nehme ich einfach meinen Pinsel und den Letizia Brush und gehe hier oben einfach rüber und blende die Farbe wirklich schön aus. Ihr könnt dafür immer noch so ein bisschen Pigment zur Hilfe nehmen. Ich finde, es reicht aber meistens eine Farbe und die gut ausgeblendet für diese zarten Looks. Ich liebe diese, ich weiß nicht, es hat sich so geändert, auch das, was ihr wahrscheinlich mögt, ne? Diese zarten Looks, weniger Farbe,
alltagstauglicher, romantischer, so ein bisschen freundlicher und den Fokus eher auf die Haut. Ich liebe das. Die passt halt auch perfekt zu vielen verschiedenen Hauttypen und Hautfarben, weil sie so romantisch ist. Ihr könnt euch natürlich noch eine dunklere Farbe nehmen und das Ganze noch ein bisschen abdumpfen. Ich gehe jetzt aber hier wirklich in den Schimmerton rein und die sind extrem weich. Also ich arbeite mit denen auch super gerne mit einem Finger, weil sie so metallic sind und schon fast wie so ein Cream-Eyeshadow sind. Das sind keine Cream-Eyeshadows, ne? Sondern es sind Powder-Eyeshadows, aber die haben so ein super cremiges Finish, dass man das Gefühl hat, dass sie cremig sind. Ihr habt immer noch was auf dem Finger. Also ich kann den Swatch jetzt auch weiter rausmachen. Ich muss sagen, Catrice hat wirklich das Game, was die Schimmerfarben angeht, nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Extrem cremig, extrem pigmentiert und selbst nur diese Farbe ganz zart auf euer Auge. Ich gehe nochmal mit dem Gold hier ein bisschen lang. Amazing. Reicht völlig, völlig aus. Für den Alltag bin ich der Meinung oder für eine Hochzeit. Ich nehme jetzt hier nochmal einen kleinen Pinsel, gehe mit dem roten Ton oder dem Altrosé hier unten lang. Das ist eine perfekte Palette, fällt mir gerade ein. Wenn man morgens keine Lust hat, so lange zu überlegen, was man schminkt, weil natürlich die Möglichkeiten damit schon ein bisschen begrenzter sind, was jetzt per se aber gar nicht so schlecht sein muss. Ich baue jetzt hier hinten nochmal so ein bisschen die Farbe auf, verblende hier unten und habe einen super zarten, sehr, sehr erwachsenen Look. Ich mache einmal kurz Mascara drauf und dann kommen wir zu den anderen Produkten. Ich benutze heute auch eine braune Mascara. Ich finde, die passt farblich so ein bisschen besser dazu. Das ist die Volume Million Lashes in Balm Brown von L'Oreal. Müsste das sein? Ja, L'Oreal. Super, super schön. Macht jetzt nicht so die krassesten Wimpern, aber wenn man dann so mit individuellen Lashes vielleicht arbeiten würde, zur Hochzeit. Super, super schön. Reicht völligst aus für so einen zarten Alltagslook. Wir haben noch ein Lippenprodukt. Wir lassen die Mascara kurz antrocknen, dann setten wir das Ganze. Das ist ein Glossy Lip Balm. Und sieht sehr beeindruckend in der Verpackung aus. Ein sehr, sehr leuchtend orange. Ist er auf den Lippen, ist er das aber gar nicht mehr. Er betont so ein bisschen die eigene Lippenfarbe. Ich trage mal hier unten kurz den nur so auf. Seht ihr? Das ist jetzt kein Neon-Orange, so wie er jetzt hier beispielsweise aussieht, sondern die eigene Lippenfarbe wird so ein bisschen betont. Ich empfehle euch bei so kräftigeren Farben oder Farben, die eure eigene Lippenfarbe wieder ein bisschen betonen wollen, einen in eurem Nude-Ton Lippenstift zu benutzen. Ich benutze jetzt hier von Catrice und Jenny den Lip Liner in der Farbe Nougat. Der hat eine ähnliche Farbe wie der Augenlook und gibt meiner Lippe damit nur so ein bisschen Form. Seht ihr? Ganz zart und dann können wir mit dem Gloss hier rüber gehen. Und haben einen richtig, ja, natürlichen, sehr, sehr, sehr natürlichen Look. Man könnte noch Lashes aufkleben, wir könnten noch einen Eyeliner ziehen. Mache ich ungern, weil meistens wird es da nichts mehr. Das Spray wow. Ich liebe die Lippenkombination. Die LE von Jenny ist eher iconic gewesen. Aber auch die ist perfekt, wenn ihr dieses Simple wollt, dieses zarte, so ein bisschen verrucht, so ein bisschen verführerisch. Ich muss sagen, mir hat die LE sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte, wie gesagt, so ein paar Produkte schon getestet. Wir haben noch eine Haarklammer, auch eine sehr, sehr schöne, wie ich finde. Gut, die trage ich jetzt nicht und auch die Nagellackfarben sind ganz schön. Ich habe sie euch hier einmal eingeblendet. Also, ich glaube, da ist wieder für jeden von euch etwas mit dabei. Empfehlung von mir ist die Face-Palette, weil sie wirklich. Das sind nicht die typischen Face-Palettenfarben, die man schon in anderen Face-Paletten vielleicht zu Hause hat, sondern. Wir haben einen spannenden Bronzerton, wir haben wirklich schöne Blushes und der Highlighter ist halt so dieser Wet Skin Highlighter. Ich bin gespannt, wie euch diese LE gefallen hat. Vielleicht habt ihr ja davon auch schon etwas zu Hause. Dann freue ich mich natürlich über euer kleines Feedback in den Kommentaren. Schaut unbedingt bei Larisee vorbei. Dort findet ihr viele, viele verschiedene Duftzwillinge und 20% und etwas gratis. Schaut auf jeden Fall unbedingt vorbei. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!